Hey Leute, heute gibt es eine extrem wichtige und große Ankündigung, und zwar habe ich ab heute mein eigenes E-Sports-Team. Und zwar übernehme ich Akuroshi. Das ist ein relativ neues E-Sports-Team, das erst Anfang 2018 gegründet wurde und trotzdem schon enorme Erfolge verzeichnen konnte. So haben Teams von Akuroshi insgesamt schon um die 15.000 Euro Preisgeld gewonnen. Allgemein sind wir in den Spielen Clash Royale, Brawl Stars und Fortnite aktiv und dazu haben wir Teams und Spieler in verschiedenen Regionen. Zum einen Europa, dazu Nordamerika, Spanien und Südamerika. Dort haben wir zum einen Spieler, zum anderen eben auch Teams, die eben bei uns dabei sind. Neben mir seht ihr jetzt noch das neue Team-Logo von Akuroshi. Könnt ihr auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Logo findet. Dazu muss man natürlich auch wissen, wofür Akuroshi steht. Und da müsst ihr wissen, dass der Teamname eben aus einer japanischen Legende stammt und erzählt eben von besonders treuen Samurai. Müsst ihr eben wissen, Samurai sind natürlich traditionelle japanische Kämpfer. Und ich finde auf jeden Fall, dass der Teamname sich damit eben auch von den typischen englischen Namen abhebt und damit einfach was ganz Besonderes ist. Allgemein müsst ihr auch noch wissen, dass ich das Team zusammen mit Locke leiten werde, der eben Akuroshi 2018 auch gegründet hat. Der größte Erfolg des Teams waren bisher der zweite Platz bei den ESWC Clan Wars 2018, bei denen 5.000 Euro Preisgeld gewonnen wurden. Ansonsten wurden auch verschiedene starke Plätze in europäischen Ligen belegt, so zum Beispiel der vierte Platz bei der RPL, einer der größten traditionellen Clash Royale Ligen, oder eben sogar der Sieg bei der Liquid League, die vom Team Liquid veranstaltet wird, was eben auch nochmal ein enormer wichtiger Erfolg für das Team war. Ansonsten sind unsere wichtigsten Spieler natürlich vor allem Schwarz und Uncut, und unter anderem haben wir auch noch OP Dizzle oder Opita, also haben auch sehr, sehr bekannte Namen aus der E-Sport-Szene und sind auch sehr optimistisch, dass sie eben auch in Zukunft weitere starke Namen eben anwerben können. Und hatten auch in der Vergangenheit sehr starke Namen, wie zum Beispiel XOP Sam, die für Akuroshi eben gespielt haben. Zuletzt will ich euch noch sagen, was wir in Zukunft mit dem Team vorhaben. Allgemein hat jeder von euch eben die Chance, auch meinem E-Sports-Team beizutreten. Dafür wird Mitte bis Ende August ein Turnier stattfinden, das ich selber streamen werde, und das wird auch auf YouTube hochgeladen werden. Und dort werden die besten Spieler die Chance haben, eben Aku beizutreten. Da wird es auch um 100 Euro Preisgeld gehen. Ansonsten wollen wir natürlich mit Akuroshi einfach ein starkes E-Sports-Team in Deutschland aufbauen. In Clash Royale sind wir praktisch schon die Nummer 2 in Deutschland eben, oder auch stark auf jeden Fall in Europa natürlich, hinter SK Gaming. Ansonsten auch Brawl Stars ziemlich stark, natürlich auch in Fortnite gute Spieler, haben allgemein eben auch in Europa oder eben Südamerika oder eben auch Nordamerika, also weltweit starke Spieler schon im Team. Und vor allem suchen wir letztendlich eben auch noch in Zukunft einen Sponsor, weil wir das große Problem aktuell haben, dass wir zwar schon auf ziemlich hoher Ebene eben mit den anderen Top-Teams mitkämpfen, aber eben teilweise einfach Reisekosten oder eben Trikotkosten noch selber zahlen müssen und dadurch eben einen größeren Verlust haben. Bin ich gespannt, wie das Ganze in Zukunft laufen wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Danke, dass ihr mich so weit gebracht habt, und bis zum nächsten Video. Ciao.